Ich melde mich erst im Waldviertel Nondorf gegen St. Martin. Das ist Brutalität und jetzt ist es heraus. Der gute Nachttopf an den Rassisten der Saison geht an Gottfried Waldhäusl von der FPÖ. Ich bin neugierig, ob ich ihn erwische. Verdient hat er sich den Preis ja durch den legendären Fernsehmoment Anfang Februar. Damals ist ein junges Schulmädchen aufgestanden und hat gesagt, wenn unsere Eltern nicht nach Österreich gekommen wären, dann würde es meine ganze Klasse im Gymnasium nicht geben. Und was hat Gottfried Waldhäusl darauf geantwortet? Wenn ihre Eltern nicht gekommen wären, dann wäre Wien noch Wien. Dann schnallt da nicht jeder Rassist mit der Zunge. Wir sind hier mit dem zweiten Landtagspräsidenten. Was ist heute Ihre Aufgabe? Ich habe da heute die Patronanz, sponsere die Händeln und freue mich auf ein gutes Spiel und auf nette Gespräche. Jetzt, warum ganz bin ich da? Weiß ich nicht. Also ich nehme an, weil Nondorf so schön ist und weil da heute ein gutes Fußballmatch ist. Das könnte auch sein, ist es aber nicht. Hier ist er, der gute Nachttopf, ja? Als Rassist der Saison. Herzliche Gratulation, toll gemacht. Ja, ich nehme ihn natürlich nicht an. Selbstverständlich. Nein. Jawohl, Jubel. Sie glauben, den Topf haben Sie andere Leute auch verdient? Nein, den haben Sie sich nur Sie verdient. Mit dieser Aussage, dann wäre Wien noch Wien. Ich meine, das muss man einem jungen Mädel mal so ins Gesicht sagen. Das ist ja wirklich einmal, ausgezeichnet. Sie da haben Sie nur den Landbau noch in Schatten gestellt, wirklich, als Rassist. Schauen Sie, wer ein Rassist ist und wer nicht, das beurteilen nicht Sie, das beurteilt letztendlich immer der Wähler. Es ist eh schade, ne, dass sie das nicht aushört, halt diese Rassismusattacke, weil sie sind nicht Landesrat geblieben, ne, sie sind degradiert worden zum zweiten Landtagspräsidenten. Naja, wenn ein Landtagspräsident was mit degradieren zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kennen sie in der Politik wenig aus. Das aber, halbe Gehalt zumindest. Geht es Ihnen immer ums Geld? Naja, aber es geht's Ihnen wirklich ein bisschen ums Geld? Das ab, also schauen Sie, da steht Patriot. Wissen Sie, um was sind Patrioten geht? Um seine Heimat, um sein Land und um die Menschen und nicht ums Geld. Aber haben Sie einen Lieblingsrassisten in der Geschichte? Nein, ich habe Lieblingsleute beim ORF, da kennen Sie nicht dazu, aber es gibt welche, die ich mag. Ja. You know what I'm talking about?